Ja, ihr lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein kann. Es ist einfach was Schönes, auch in so einem familiären Rahmen in einer Hausversammlung zu sein. Und ich möchte auch ganz herzliche Grüße mitbringen von der christlichen Gemeinde Bietigheim-Bissingen an euch. Wir sind verbunden im Herrn. Ja, und heute Morgen ist mir eine Person wichtig geworden aus dem Buch der Richter, der, denke ich, uns allen ein Stück auch ein Vorbild sein kann. Und das ist der Gideon. Der Gideon aus dem Buch der Richter. Und vielleicht lesen wir einfach mal den Anfang von dem 6. Kapitel vom Buch Richter und machen uns dann etwas Gedanken, auch was das uns zu sagen hat. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf, und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels. Der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht, und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten, und ich habe sie für euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ja, das ist die geistliche Situation im Buch der Richter hier eigentlich auf einen Nenner gebracht. Und wir müssen uns das vielleicht ein bisschen vor Augen führen unter dem Gesichtspunkt, dass das auch uns etwas zu sagen hat. Und ich denke, aus dem Buch der Richter können wir ganz grundsätzlich auch Lektionen nehmen für die treuen Gläubigen, für den Überrest der treuen Gläubigen in der Endzeit der Gemeinde, ja, in der letzten Phase der Gemeindezeit. Und zwar einfach deshalb, weil wir auch in einer Zeit des geistlichen Niedergangs leben, so ähnlich wie das auch in der Zeit der Richter der Fall war. Und wenn wir die Christenheit als Ganzes nehmen, dann können wir da durchaus Vergleiche ziehen. Der Herr hat ja erinnert, er hatte das Volk Israel ja von Anfang an erwählt, ein heiliges Volk von Priestern zu sein. Und er hat sie deshalb aus Ägypten, und das ist ja ein Bild für die Welt, herausgerettet und herausgeführt und sie geheiligt für sich. Und er hat ihnen ein Land gegeben, ein Land der Verheißung, in dem sie für Gott leben sollten und das sie auch einfach für Gott verwalten sollen. Und in dieses Land sind sie durch Glauben gekommen, durch Gehorsamsschritte haben sie dieses Land erobern können, und eigentlich wollte der Herr, dass sie dort ihm dienen, ihn anbeten und in Lauterkeit für den Herrn leben. Und das Problem war, dass die Israeliten nach der ersten Erweckungszeit, sage ich mal, ja, das wird ja da am Anfang der Buch, das Richterbuch ist so geschildert, ne, als die Ältesten gestorben waren, die noch Josua und diese ganzen Kämpfe erlebt haben, da fing der Abbruch an. Da fing es an, dass die Israeliten den Herrn verlassen hatten und sich praktisch wieder auf die Ebene der Heidenvölker begeben hatten. Und das ist ja die Not. Ich meine, die Israeliten waren selber auch nichts anderes als Heiden in einem gewissen Sinn. Ja? Sie waren unter die Heiden vermischt. Sie hatten in Ägypten den Götzendienst gelernt. Das merkt man ja durch manche Bemerkungen, die dann im Buch der Propheten so kurz mal fallen, ja, dass sie die ganze Zeit über, auch während sie da durch die Wüste wanderten, ägyptische Gottheiten verehrt haben. Und der Herr wollte sie wirklich herausführen
aus dem Heidentum und sie heiligen für sich. Und sie sind wieder zurückgefallen. Sie haben den Götzendienst der Völker übernommen, die der Herr eigentlich besiegt hatte und die der Herr vor ihnen vertrieben hatte. Und das war im Grunde eine geistliche Katastrophe. Und geistlich gesehen kann man sagen, sie haben sich wieder mit der Welt vermischt und haben eine weltliche, heidnische Religion angenommen, statt des göttlichen Wegs des Glaubens, den ihnen Gott gegeben hatte. Und so ähnlich ging es auch mit der Christenheit. Ja, nach der apostolischen Urgemeinde kam ein Niedergang, kam eine Vermischung großer Teile der Christenheit eben mit dem Heidentum, katholische Kirche, ja, letztlich eine heidnische Religion, eine voller Irrlehren, voller Irrtümer und letztlich Götzendienst. Ja. Und es ist nur noch ein Überrest gewesen, der sich gegen diesen Niedergang gesträubt hat und der dem Herrn noch treu gedient hat und nachgefolgt ist. Und deswegen können wir da durchaus Parallelen sehen zu der Zeit der Richter. Und wir können auch im Grund die Parallele ziehen, das haben ja viele Ausleger mit Recht auch gemacht, dass wir haben ja kein irdisches Land, ja, sondern wir haben im Grund ein geistliches Land der Verheißung. Das heißt, wir sind in Christus gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wir haben eine himmlische Berufung als Gläubige. Wir haben in Christus die Fülle der Gnade, der Kraft, auch der Weisheit. Ja. Wir haben das Wort. Und die Gemeinde war berufen, auf einem hohen geistlichen Niveau ihrer himmlischen Berufung zu folgen und im Gehorsam, im Glauben, den allein wahren Gott anzubeten und dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und diese hohen Berufung ist die Christenheit sozusagen nach der Apostelzeit überhaupt nicht mehr gerecht geworden, sondern sie haben eben sind zurückgefallen ins Heidentum, ein großer Teil. Es gab immer einen treuen Überrest, aber der hat natürlich oft wenig Kraft gehabt. Ja? Und deswegen, dass dieser Verlust letztlich auch dieses Landes, das heißt der geistlichen Verheißungen und Berufungen, das ist auch ein Problem, das wir heute haben, auch unter den Treuen. Ja? Ich meine, keiner von uns kann sagen, ich lebe wirklich in der Fülle des Christus. Ja? Ich habe das alles ausgeschöpft, was der Herr an Segnungen für mich bereithält. Geht gar nicht. Ja? Können wir gar nicht ausschöpfen. Aber man muss sagen, dass viele echte Gläubige deutlich unter dem geistlichen Niveau leben, das Gott eigentlich für sie bereit hat und für sie haben möchte. Ja? Wir haben also ganz viele Verheißungen, die wir eigentlich haben in Christus, nicht erobert und eingenommen. Und bei manchem ist es vielleicht wirklich auch so, dass er sie mal erobert hatte und wieder preisgegeben und verloren hat. Ja? Das ist natürlich ganz tragisch. Also da gibt es eine Anwendung für uns persönlich und es gibt eine Anwendung für die treuen Gläubigen und für die Gemeinde der Treuen in der Endzeit, wenn wir diese Zeit der Richter geistlich betrachten. Und es gilt auch für diesen Gideon, der als Werkzeug Gottes hervorgehoben wird, lobend hervorgehoben wird in Hebräer 11. Ja, er gehört also zu denen, die eigentlich ein Stück ein Vorbild im Glauben sind. Und das finde ich ganz interessant, wenn wir ihn dann nachher so anschauen, dass wir uns das mal vor Augen führen, was wir hier lesen. Ich lese vielleicht einfach mal aus Hebräer 11 den bekannten ersten Vers. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Und Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und dann finden wir die verschiedenen Glaubenshelden. Und dann ziemlich am Ende von dem Kapitel lesen wir, ab Vers 30 vielleicht, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen,
Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Das finde ich ganz wichtig. Das wird uns noch beschäftigen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Und das werden wir sehen, wenn wir uns jetzt dann mit Gideon und Richter 6 und den folgenden Kapiteln beschäftigen. Wir können nicht die ganze Geschichte betrachten, das wäre zu viel, aber wir werden einige wichtige Auszüge aus diesem Leben und Wirken dieses bemerkenswerten Dieners Gottes uns ansehen. Wir lesen mal ab Vers 11, das ist die direkte Fortsetzung von dem, was wir bisher gelesen haben. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten hier herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Ja, also man würde jetzt mal nicht vermuten, dass dieser Gideon so ein wirklich geeignetes Werkzeug war zur Errettung von den Midianitern. Der wirkt jetzt nicht so wie einer, der jetzt in den Kampf zieht und eine 20-30-fache Übermacht angehen will. Ja, ist interessant. Also Gideon ist entmutigt. Sind wir das auch manchmal? Ich fürchte, wir sind sogar ganz oft entmutigt. Und das ist eine der Taktiken des Teufels gegenüber den wahren Gläubigen, die dem Herrn dienen wollen, dass er sie entmutigt, dass er sie verleitet, auf die bedrückenden Umstände zu schauen. Und wie gesagt, da war das Heer der Midianiter bereit, mal wieder alles zu plündern und alles zu rauben. Und der Gideon hatte die Erfahrung gemacht, das haben sie schon 5-mal vielleicht oder 6-mal gemacht. Und jedes Mal hatten sie das Gelingen und die Israeliten konnten sich bloß noch verstecken und irgendwie hoffen, dass es bald vorbei ist. Ja. Das deprimiert natürlich, ja, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat. Und er war, denke ich, auch ein relativ junger Mann noch. Ja. Also wir wissen nicht so genau wie alt, ich schätze mal vielleicht so um die 30 oder so jedenfalls. Nicht jetzt so jemand schon ganz reif ist. Er hat, denke ich, einfach vieles miterlebt und sich Gedanken gemacht und hat aber gedacht, also da gibt es keinen Ausweg draus. Ja. Und ich bin sowieso der Letzte, der da etwas helfen könnte. Und das ist doch interessant, dass der Herr gerade diesen Schwachen erwählt hat. Ja. Auch interessant, ja, von den ganzen Söhnen Davids, ne, das ist ein Prinzip bei Gott. Ja. Die ganzen, der Erstgeborene, der sicher auch der Stärkste und Kräftigste und Tüchtigste war, der geht vorüber an Samuel und der Herr sagt, nee, den habe ich nicht erwählt. Und so geht es weiter bis zum Letzten, bis zum Schwächsten und Jüngsten. Der war derjenige, den Gott erwählt hat. Und vielleicht erinnern wir uns da mal einfach an das, was wir in 1. Korinther 1 lesen. Denn darin steckt ja ein Grundsatz Gottes, in dem, was auch bei Gideon sozusagen erlebt hat. In 1. Korinther 1, da lesen wir ja von unserer Erwählung. Ich lese mal, ja, vielleicht können wir schon ab Vers 22 lesen. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder.
Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, also hier sehen wir einen Grundsatz Gottes, der sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer wieder zur Auswirkung kommt. Ja? Gott erwählt sich das, was nichts ist. Gott erwählt sich das Schwache, und zwar aus dem einfachen Grund, weil unser Stolz, wenn wir stark sind, wenn wir besonders befähigt sind, wenn wir irgendwo eine Machtposition haben oder reich sind, dann vertrauen wir leider ganz natürlicherweise auf unsere natürlichen Kräfte und Stärken. Und dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Dann steht unser fleischlicher Stolz, unser Vertrauen auf die eigene Kraft, seinem Wirken im Wege. Und Gott wirkt auf eine Weise, dass der Mensch beiseite gesetzt wird und zu nichts wird. Das ist ganz wichtig. Ja? Weil er will die Ehre haben. Er ist ja auch der Einzige, der überhaupt Gutes wirken kann. Ja? Wir Menschen können eigentlich nur Böses und Schlechtes wirken, wenn man uns lässt. Wenn man uns mit unserer natürlichen Kraft alleine lässt, dann kommt überhaupt nichts Gutes dabei raus. Ja? Und das verstehen wir aber nicht so richtig. Ja? Das wollen wir auch nicht so gerne wahrhaben. Ja? Aber es ist trotzdem wahr. Und Gott sieht es. Und deswegen gebraucht er Menschen, die sozusagen nicht ihr Vertrauen auf sich selber gesetzt haben. Die es vielleicht auch gar nicht können. Ja? Aber die es auf jeden Fall nicht tun, sondern ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Ja? Und das ist ein Grundsatz, weil er will die Ehre haben. Er will nicht, dass der Mensch Gott Ehre raubt, indem er sich etwas zuschreibt, was eigentlich Gott nur gegeben hat. Ja, übrigens auch wieder die Korinther, ne? Das ist ja da ein richtiges Problem gewesen. Ich lese nochmal 1. Korinther 4, Vers 6 mit der Mitte, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast, nämlich von Gott? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ne? Das ist unser Problem. Und deswegen gebraucht Gott die, die ihm wirklich die Ehre geben. Und gefällt es Gott, das zu gebrauchen, was nichts ist. Weil dann kann er die Fülle uns geben, die in Christus ist, eben nicht in uns. Ja? Und das ist ja schön, wenn da in Vers 30 steht, Gott hat uns in Christus hineinversetzt und Christus hat er uns zur Weisheit und zur Erlösung, zur Erkenntnis gemacht, zur Gerechtigkeit, dann ist das ja keine abschließende Aufzählung. Ja? Christus ist unsere Stärke, er ist unsere Lebenskraft, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Friede, er ist unser Ein und Alles. Ja? Und das verstehen wir umso mehr, desto weniger wir aus uns selber machen und desto mehr wir unsere eigene Nichtigkeit und Verkehrtheit erkennen. Ja? Dann kommt der Herr Jesus strahlend groß heraus in unserem Leben. Und das sollte in unserem Herzen so sein und dann kann es auch in unserem Wandel so geschehen. Und das sind die Erziehungswege Gottes mit seinen Dienern, mit seinen Erlösten, dass er will, dass sie lernen, ganz auf ihn zu vertrauen und sich selber nicht mehr irgendetwas zuzutrauen und irgendetwas zuzuschreiben. Ja? Das ist ganz wichtig und das sehen wir eben hier auch bei Gideon. Ja? Gideon sieht sich selber als Versager, als Schwächling, als einen Armseligen, der gar nichts kann. Und das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite ist es Sünde, wenn ein Mensch Gottes dabei stehen bleibt. Ja? Wir sind ja hier im Land des Pietismus. Und das muss man auch sagen, dass der mystische Einfluss auf den Pietismus oftmals auch eine ganz ungesunde Tendenz begeben hat, in sich selber reinzuhorchen und die ganze Zeit zu jammern über die eigenen Fehler und Abgründe und Schwächen. Das ist nicht damit gemeint. Ja, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, dass wir sagen, ach, ich bin so schwach und so verdorben und so schlecht und so ist alles so schwierig und die Umstände sind so schwierig.
Diese Art von geistlicher Depression ist nicht vom Herrn. Die ist ein Hindernis für den Herrn, genauso wie übertriebenes Vertrauen auf die eigene Stärke. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir sozusagen uns die ganze Zeit um unsere eigenen Schwachheiten und Fehler und Verkehrtheiten drehen und da sozusagen immer mehr in so eine mystische Depression verfallen. Ja? Das wäre ganz falsch. Ja? Sondern der Mensch, den Gott gebrauchen kann, der weiß um seine eigene Schwäche und Verderbnis, aber er blickt auf den Herrn und stellt sich dem Herrn zur Verfügung und rechnet mit seiner Allmacht. Und das muss der Gideon jetzt hier lernen. Ja? Erstmal sieht er nur seine eigene Schwäche und das Versagen der Israeliten und sein eigenes. Und der Herr spricht ihn an, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das ist interessant, ja? Also das war Gideon noch gar nicht. Aber der Herr hat schon etwas gesehen in ihm und hat ihm das zugesprochen, was wir nachher in der Geschichte von Gideon tatsächlich passieren sehen. Ja? Er war nämlich ein tapferer Held geworden in der Schule des Herrn und hat tatsächlich durch die Gnade des Herrn große Taten vollbracht. Ja? Er hat tatsächlich Israel gerettet, aber nicht, weil er selber so klug und kraftvoll war, sondern weil er auf den Herrn vertraut hat. Und das darf uns ein Vorbild sein. Und der Herr sagt später, geh hin in dieser deiner Kraft. Das kann man auf zweierlei Seiten verstehen, denke ich mal. Ja, auf der einen Seite sagt er einfach auch, du brauchst dir nicht irgendeine exotische Superkraft jetzt wünschen und meinen, nur in dieser Kraft kannst du was tun. Ja? Sondern geh hin in der Kraft, die ich dir gegeben habe und die du jetzt hast. Ja? Und das ist ja ein Punkt bei der Kraft Gottes. Ja, wir hätten gerne immer so einen Überschuss an Kraft, den man ständig spürt und denkt, also ich kann jetzt Bäume rausreißen, ja? Geistlich gesehen. Und das haben wir nicht, sondern wir haben die Kraft immer dann, wenn wir sie brauchen. Und wir haben sie nicht als Vorrat und nicht, um uns selber dran zu delektieren, sondern wir haben sie, wenn der Herr uns gebrauchen will, dann kommt sie und dann wirkt sie ganz unauffällig. Ja? Und deswegen geh hin in dieser deiner Kraft. Ja? Die Kraft, die der Herr ihm gegeben, zugesprochen hat, wenn der Herr uns etwas zuspricht, ich bin mit dir, das ist ein Segenswort, das ist ein Kraftwort, das ist ein Wort, das real ist und wird in unserem Leben. Ja? Und deswegen konnte Gideon ein tapferer Held werden, weil der Herr mit ihm war. Übrigens ganz ähnlich bei Mose, ja? Wenn wir uns die Berufung von Mose angucken, ja, uns daran erinnern, der hat auch die ganze Zeit an seinen eigenen Fehlern und Schwächen rumgemacht und hat sich auch daran festgehalten und wollte gar nicht das Risiko eingehen, jetzt dem Herrn zu dienen. Und der hat einfach gesagt, schau mal, wer hat denn den Mund und die Zunge geschaffen? Ja, wenn ich mit dir bin, dann kannst du auch reden. Und wenn ich mit dir bin, kannst du auch diesen übernatürlichen, völlig ein Stück unrealistischen Auftrag erfüllen. Und genauso war das in etwas kleineren Maßstab mit dem Gideon. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Darauf kommt es an. Schaut, und wir müssen uns dem Herrn zur Verfügung stellen mit unserer ganzen Schwachheit und wir müssen warten und sehen, der Auftrag des Herrn, die Sendung des Herrn, das ist das Entscheidende. Wenn wir wissen, der Herr hat mir einen Auftrag gegeben, der Herr ist mit mir, dann können wir mutig vorangehen, auch obwohl wir sagen müssen, das ist eigentlich jenseits von meinen Fähigkeiten und Kräften. Ja? Und das ist dieser Glaubensschritt. Ja, der Herr gibt uns nie einen fertig betonierten Weg, wo du alles schon genau siehst, sondern der Herr eröffnet uns einen Weg und sagt, geh den ersten Schritt im Glauben. Und so wie du im Glauben weitergehst, öffnet sich der Weg auch weiter. Ja, so, denke ich, sind die Wege des Herrn. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch lernen von den Glaubenshelden, die eben gar keine Helden im menschlichen und irdischen Sinn waren, sondern schwache Menschen, die aber Gott vertraut haben und die gerade deshalb Großes mit dem Herrn auch zu tun vermochten. Ja? Und wir werden jetzt gleich noch sehen, wie das mit dem Vertrauen von Gideon aussieht. Und das ist eigentlich auch wieder eine Ermutigung. Ja? Der war nicht nur schwach, sondern er hatte auch einen schwachen Glauben. Ja, der Glaube war ziemlich zaghaft. Und das Wunderschöne ist, das stört den Herrn überhaupt nicht. Der Herr geht voller Barmherzigkeit mit diesem kleingläubigen Werkzeug um und hilft ihm, dass sein Glaube stärker wird. Und das finde ich sehr, sehr schön und ermutigend.
Ja, also der Gideon sagt: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Und dann kommt das, dass der Gideon dann erstmal ein Zeichen will. Der Herr ist ihm ja erschienen in der Form, denke ich, eines gewöhnlichen Menschen. Und am Anfang denkt Gideon noch, das ist irgendein Mann, der hier kommt, vielleicht ein Mann Gottes, aber er merkt nicht, dass das der Engel des Herrn ist. Und er will ihm dann ein Essen bringen und dann rührt der Herr das an mit seinem Stab und plötzlich geht Feuer aus dem Felsen aus und verzehrt das Fleisch und das Ungesäuerte. Und dann heißt es, und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Vers 22, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede, der steht noch bis zum heutigen Tag im Ophrah der Abiesriter. Also Gideon merkt jetzt erst, dass er dem Herrn begegnet ist. Ja. Erstmal war sein Kleinglaube wahrscheinlich im Weg und er hat dann einen Schreck bekommen und hat dann aber gemerkt, der Herr ist gnädig und barmherzig und er ist Friede. Ja. Christus ist unser Friede. Das war ja der Engel des Herrn, war ja der Herr Jesus, das wissen wir ja, dass diese Erscheinungen des Herrn, dass der Engel des Herrn, der Bote oder Gesandte des Herrn, das war der Herr Jesus. Vor seinem Kommen auf die Erde war er schon eben in diesen Erscheinungen auf der Erde. Und auf der anderen Seite heißt es dann, der Herr sprach, der Herr wandte sich zu ihm. Also der Engel des Herrn ist eigentlich eben auch der Herr selber und das ist ja wunderbar. Jesus Christus ist Gott, er ist der Herr und er hat sich ganz gnädig und barmherzig seinem Knecht hier geoffenbart. Der Herr ist Friede. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir wissen, es steht nichts zwischen mir und dem Herrn. Wenn wir das mal so anwenden wollen, ja, ist ganz klar, wenn du dem Herrn dienen willst und du hast unbereinigte Sünde in deinem Leben, du hast ein schlechtes Gewissen, du weißt nicht ganz genau, ist das alles klar zwischen mir und dem Herrn, dann kannst du nicht irgendeinen Dienst für den Herrn tun, richtig. Ja? Da musst du das erstmal bereinigen und klären, ja? Damit du wirklich weißt, der Herr kann mit mir sein, er ist mit mir, zwischen ihm und mir ist alles in Ordnung. Ja? Das ist vielleicht so eine Anwendung, die wir hier machen können. Ja, und jetzt kommt die erste Glaubensprobe. Also Gideon hat einen schwachen Glauben, aber der Herr hat ihn ganz freundlich und barmherzig aufgeholfen. Er hat ihm die Zusicherung gegeben: Ich bin mit dir. Und jetzt kommt erstmal eine riesen Glaubenshürde vor dem Kampf. Da ist der Kampf gegen die Midianiter noch gar nicht in Sicht, sondern da muss erstmal etwas ganz anderes bekämpft werden. Lesen wir mal ab Vers 25 weiter. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Das war eine Herausforderung. Wir müssen uns klar sein, ich meine, das war ja damals, denke ich, schon noch recht in Ordnung. Der Vater, der war ja eine Autoritätsperson für den Gideon. Und es war ja das Gebot Gottes, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja? Der Gideon war im Grund ein Knecht, ein Diener seines Vaters und hat ihm gehorcht und das war auch richtig so. Ja? Aber dieser Joas, der Abiesriter, der hat mitgemacht mit diesem ganzen bösen Götzendienst. Das ist eine ganz traurige Sache. Ja. Er hat selber, und ich denke, der war wahrscheinlich ein angesehener Mann, wahrscheinlich einer von den Ältesten, einer von den Reichsten da in dem Dorf, der hat selber eine Baalsstatue und eine Aschera-Statue gehabt. Ja. Und hat also genau das Problem war also nicht irgendwo weit außen, sondern es war mitten in der Familie von Gideon, dass da Götzendienst und Sünde gegen den Herrn
passiert ist. Ja. Und jetzt sich gegen den Vater auflehnen und einfach diese Götzenstatue umhauen und verbrennen, das war schon eine ganz große Herausforderung. Da wurde der Glaube auf die Probe gestellt. Und das können wir immer sehen, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann wird unser Glaube und unser Gehorsam geprüft. Wir kommen in Situationen, die wir uns vielleicht überhaupt nicht vorgestellt haben und müssen uns dann irgendwo entscheiden, vertraue ich jetzt dem Herrn und gehorche ich ihm oder schaue ich auf Menschen, will ich unbedingt Menschen gefallen, ja? Und da erinnern wir uns an das, was der Apostel Paulus in Galater 1 gesagt hat, und das gilt für jeden Diener des Herrn, ganz grundsätzlich, das galt auch für den Gideon, ne? Da heißt es ja in Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Boah, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Ja? Das bedeutet manchmal eben auch, ja, im Volk Gottes irgendwelchen großen und einflussreichen zu widersprechen, wenn sie abgewichen sind vom Herrn. Das bedeutet, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Es hätte sein können, dass Gideon aufgrund seines Gehorsams getötet wird oder vom Vater verstoßen wird und sein ganzes Erbteil verliert. Ja, das war also ein ganz riskantes Unterfangen, das der Herr da von ihm verlangt hat. Und jetzt musste er glauben, dass der Herr mit ihm ist und dass das schon richtig sein wird, was der Herr ihm da geboten hat. Ja. Und ich finde es sehr schön, dass wir da wirklich auch lesen, Vers 27, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Das steht da so kurz. Ja. Aber das hat den Gideon was gekostet und das war sicher auch ein gewisser Kampf. Ja. Und dann heißt es weiter, weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Naja, seine Befürchtung war nicht ganz unrealistisch, das sehen wir in den nächsten Versen. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Bei dem Joas hat diese Tat seines Sohnes etwas im Gewissen angeregt und aufgestöbert. Ja? Das ist erstaunlich. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, indem man sprach, Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Also da hat dieser Sohn durch sein Ungehorsam dem Vater gegenüber, in dem Fall durch seinen mutigen Glaubensschritt, tatsächlich den Vater sozusagen überführt und zur Umkehr gebracht. Ja? Ganz offensichtlich hat der Vater gemerkt, ja, eigentlich war das ja überhaupt nicht recht, dass ich mich dem Baalsdienst so geöffnet habe. Und wenn der Herr jetzt wirklich eingreift und Israel retten will, dann muss ich auch mich von dieser Sünde abkehren. Ja? Und das ist schön, wenn das so ist. Und es kann manchmal wirklich sein, dass das Glaubenszeugnis von Kindern, Eltern, die vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen haben, hilft, zurechtzukommen. Ja? Das ist schön, da darf man auch wirklich drum beten, wenn man in so einer Situation ist. Auf jeden Fall war das sicher eine gewaltige Ermutigung für den Gideon, dass der Herr ihm nicht zugemutet hat, jetzt von der Hand seines Vaters zu sterben oder von der Hand der Menschen aus der Stadt, sondern Gott hat ein Wunder getan an diesem Vater und hat den Spieß umgedreht und plötzlich waren dann auch die Leute der Stadt nicht mehr ganz so drauf aus, den Gideon umzubringen. Ja, aber es ist interessant, ja, auch Mose kam immer wieder in Situationen als Führer des Volkes, wo die Leute Steine sammeln wollten und ihn töten wollten. Ja.
Das ist also ganz interessant, das gehört manchmal auch zum Dienst dazu, dass man dann von Menschen, denen man eigentlich dienen und helfen will, etwas unfreundlich behandelt wird, um es gelinde zu sagen. Ja? Aber der Herr hat ihn da rausgeführt und jetzt hat er auch wirklich Mut für die nächste Aufgabe. Ja? Das ist ja auch so eine Sache, du hast die eine Herausforderung bewältigt und dann kommt manchmal so gleich die nächste. Ja? Und das war ja nur das Vorspiel. Aber wisst ihr, Gideon hätte niemals die Israeliten führen und Rettung gegen die Midianiter bewirken können, wenn er nicht selber sozusagen dem Götzendienst in seinem Herzen und in seinem Haus angegangen wäre und da radikal klar Schiff gemacht hätte. Ja? Das ist ganz klar. Das war ja genau die Ursache für die geistliche Schwäche und Kraftlosigkeit der Israeliten, warum die Midianiter sie besiegen konnten, weil sie eben diesen Götzendienst geduldet haben. Und wenn das nicht bereinigt wurde, dann hätte Israel niemals den Sieg haben können. Gott gibt den Sieg nur dem, der Buße tut. Ja? Gott hilft dem, der umkehrt. Und diese Umkehr sollte der Gideon bewirken, ein Aufwachen, eine Besinnung auch bei den Israeliten. Und ganz offensichtlich war das so, das wird ja auch etwas verkürzt erzählt, dass die Israeliten insgesamt da Hoffnung geschöpft hatten und dass zumindest ein guter Teil der Israeliten auch von diesem Baalsdienst wirklich sich abgekehrt hat und gemerkt hat, dass das, was der Prophet gesagt hat, richtig war, dass das die Ursache ihrer Schwäche war, ihrer Kraftlosigkeit, ihrer Niederlagen. Ja? Und das dürfen wir auch wirklich so sehen, umgekehrt bei uns, wenn wir merken, dass wir als Gläubige kraftlos sind und von einer Niederlage und einem Problem zum anderen gehen, dann müssen wir vor den Herrn kommen und beten, Herr, zeig mir, wo ich falsch liege, zeig mir, wo bei mir Sünde ist, wo bei mir Versagen oder falsche Haltung ist oder selbst wo vielleicht sogar der Satan einen Finsterniseinfluss noch ausüben kann auf mein Leben. Ja? Und das muss bereinigt werden, das muss gebrochen werden, da muss man ganz klar Schiff machen, sonst hat man keinen Sieg und kommt geistlich nicht weiter. Ja? Ganz wichtiger Punkt, auch für unsere persönliche Situation, auch für die Gemeinden, die dem Herrn heute dienen wollen. Ja? Es müssen Sünden, Abweichungen, verkehrte Lehren, die müssen angegangen werden. Da muss man sich davon reinigen, sonst hat das Volk Gottes keine Kraft, für den Herrn zu siegen und den Feind eine Niederlage beizubringen. Ja, und jetzt lesen wir weiter in Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesritter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher, und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Zebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. Also das war ein Stück Erweckung. Wie gesagt, die Leute waren ja vorher ganz deprimiert und hatten sich verkrochen und haben gesagt, es hat ja eh keinen Sinn, gegen die Midianiter zu kämpfen. Hauptsache, wir verstecken irgendwo noch ein bisschen was in der Ecke, dass wir überleben können. Ja? Und jetzt bekommen sie Mut. Ja? Und da muss es einen geben, der in das Schofarhorn stößt. Ja? Das heißt, es muss auch Menschen geben, Männer Gottes im Volk Gottes, die ein klares Signal setzen. Ja? Und die auch deutlich aufrufen, dass wirklich das Böse, die Macht des Bösen, der Sünde auch im Volk Gottes bekämpft wird und das wirklich für die Sache des Herrn auch bereit ist zu kämpfen. Ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, wir kommen nicht in einem Spaziergang durch lauter Selbstverwirklichung als Christen durch dieses Leben. Wir sind gesetzt, dem Herrn zu dienen und damit auch dem Feind ja, zu widerstehen und in diesem geistlichen Kampf voranzugehen. Ja, den Epheser 6 uns schildert, nicht gegen Fleisch und Blut, das ist der Unterschied zu Israel, ja, die Midianiter waren Feinde aus Fleisch und Blut, aber hinter ihnen stand der Satan. Ja? Wir kämpfen mit Mächten der Finsternis und zwar nicht wie die Charismatiker, indem wir sie ansprechen und ihnen gebieten wollen und sie vertreiben wollen, sondern wir kämpfen, indem wir wissen, wir dienen dem Herrn im Glaubensgehorsam und wenn dann Widerstände und Probleme kommen,
widrige Umstände, Angriffe, dann wissen wir, wer dahinter steckt. Und dann widerstehen wir im Glauben und gehen weiter vorwärts im Glaubensgehorsam. Das ist unser Weg. Ja? Wir führen keine Schlachten gegen den Satan offensiv, sondern wir lernen, in der Waffenrüstung Gottes den Angriffen des Feindes zu widerstehen und einfach in der Führung des Herrn voranzugehen im Dienst. Ja? Und dann wird der Herr Sieg schenken und offene Türen und Möglichkeiten zu dienen. Wie gesagt, dort ging es um eine tatsächliche Schlacht und wie gesagt, das war sicher eine 10, 20, 30-fache Übermacht, die sich da gesammelt hatte. Ja? Und trotzdem hat Gideon den Mut, durch den Geist des Herrn zum Kampf zu rufen. Und jetzt sehen wir nochmal den etwas zaghaften Glauben von Gideon und die Güte des Herrn. Da heißt es nämlich in Vers 36, und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Also wie gesagt, das war ein bisschen ein schwacher Glaube. Ja? Denn der Herr hatte zu ihm gesprochen. Er war ihm erschienen und hat gesagt, ich bin mit dir. Müsste eigentlich reichen. Ja? Aber das finde ich so schön, dass der Herr jetzt ihn nicht tadelt und sagt, von wegen, du kriegst überhaupt kein Zeichen, sondern du halte dich doch einfach mal an das Wort, das ich dir gegeben habe. Ja? Das wäre eigentlich berechtigt gewesen. Aber der Herr hat sich einfach herabgelassen auf diese Ebene und ist dem Gideon entgegengekommen. Ja, und das finde ich so schön irgendwo. Ja? Der Herr ist barmherzig, er tadelt ihn nicht mal, ja? Sondern er macht es so. Ja? Obwohl das also nicht unbedingt nötig ist, auch für uns Christen. Ja, es gibt Christen, die werfen das los, das ist eigentlich alttestamentlich. Ja? Wenn wir den Heiligen Geist haben und das Wort des Herrn haben, dann kann uns der Herr anders führen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Überzeugung, dass Fliese auslegen jetzt unbedingt so eine ganz hilfreiche Art ist, Führung von Gott zu empfangen, aber ich denke trotzdem, Gott macht es auch immer wieder in der heutigen Zeit, dass er so etwas als Glaubensverstärkung einfach gnädig auch akzeptiert, wenn man es nicht erzwingen will. Ja, wenn man Dinge von Gott erzwingen will, das ist nie gut. Ja, so ein vermessener Glaube, der fordert, der Gott manipulieren will, das ist dann immer etwas, da kommt Gericht, da kommt kein Segen. Ja, aber Gideon hat es ja in Ehrfurcht getan und aus Schwachheit. Und deswegen hat der Herr zweimal das Vlies genauso behandelt, wie Gideon das wollte. Ja, das ist einfach schön. Das ist eine Ermutigung für uns. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Und wenn man lang dem Herrn nachfolgt und seine eigenen Fehler sieht, dann weiß man das immer mehr zu schätzen. Ja, wie barmherzig und gnädig und gütig unser Herr ist. Und wir unsere Fehler, unser Versagen, unsere Schwachheiten nicht gut heißt, aber er trägt sie, er hilft uns zurecht und er verlässt uns deswegen nicht, sondern er bleibt bei uns und hilft uns, auch wenn wir in unserem Dienst immer irgendwo unvollkommen sind. Das war der Gideon auch, ganz erkennbar. Ja? Und das ist auch das, warum das so ermutigend ist. Ja? Gott hat nirgends perfekte Helden gebraucht, sondern immer Menschen, die auch Schwachheiten und Fehler an sich hatten. Und das hilft uns, weil wenn wir mit dem Herrn richtig wandeln, werden wir unsere eigenen Schwachheiten und Fehler ganz klar sehen und dann sehen wir, der Herr gebraucht uns trotzdem und geht trotzdem mit uns vorwärts. Ja, dann geht es weiter. Kapitel 7. Da machte sich Jerubabel, da ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead.
Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchen ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Tja, jetzt hat also der Gideon 32.000 Leute gesammelt. Wie gesagt, ich schätze, die anderen waren vielleicht so 150.000, 200.000. Ne? Und dann kommt der Herr und sagt, das sind zu viele. Gideon hat wahrscheinlich gedacht, oh, das sind sehr wenige. Ja? Wie kriege ich das hin, mit dieser kleinen Macht die vielen zu besiegen? Und dann sagt der Herr, das sind zu viele. Ja? Und das ist auch interessant. Ja? Gott kommt es nie auf die große Zahl an. Ja? Gott kommt es nicht darauf an, dass man möglichst viele Anhänger hat, möglichst viele Gemeindebesucher. Ja, das ist ja der Irrtum der Leute, die so Gemeindewachstum über alles setzen und sagen, boah, wir haben das Ziel, bis in einem Jahr 200 Gottesdienstbesucher mehr bei uns zu haben. Ja, das sind völlig falsche Gedanken. Und es ist auch klar, wenn du nicht beim Auftrag Gottes in dem Kampf des Glaubens wirklich ein aufrichtiges Herz hast und dem Herrn vertraust, dann taugst du für diesen Kampf und für diesen Dienst nicht. Ja? Da waren 32.000 gekommen und der Herr hat sie geprüft und dann stellt sich raus, 22.000 waren voller Angst und Schrecken. Ja? Wenn die gestürmt hätten und irgendein Problem wäre gekommen, dann wären sie einfach mitten in der Schlacht weggerannt. Ja? Und dann sagt der Herr, dann geht lieber vorher. Ja? Und das ist auch wichtig, dass wir das sehen. Ja, für ein Werk Gottes, wir müssen wirklich vor dem Herrn aufrichtig sein. Und der Herr sortiert auch aus. Und der Herr kann mehr tun mit einer kleinen Schar von entschiedenen Leuten, die ihm wirklich ganz vertrauen, als mit einer großen Schar, einem großen gemischten Haufen, wo alles Mögliche zusammengemischt ist und letztlich keine geistliche Kraft da ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir heute sind wir in der Situation, wo wirklich die bibeltreuen Gläubigen dieses Wort aus Philadelphia sehr schmerzhaft und klar erkennen, du hast eine kleine Kraft. Ja? Und manchmal deprimiert es, manchmal denkt man, oh, wir bräuchten noch mehr Leute und können wir nicht irgendwie mehr bekommen. Und dann muss man einfach sagen, wir brauchen überhaupt niemanden, den der Herr nicht zu uns führt. Ja? Den der Herr nicht beruft, dem der Herr nicht zeigt, das ist dein Platz. Weil nur die können dann auch die Schwierigkeiten, die Kämpfe, die Lasten und Probleme aushalten, die mit jeder Gemeindearbeit, mit jedem Dienst für den Herrn verbunden sind in der heutigen Zeit. Ja? Und das gehört mit zu dem, dass man sagt, Herr, für alle die zu uns, denen du einen Auftrag gegeben hast, die du zubereitet hast für dieses Werk und bewahr uns vor Leuten, die was ganz anderes vorhaben, die überhaupt keinen Auftrag haben, die auch keine Kraft haben und keine Bereitschaft, den schmalen Weg zu gehen. Ja. Die haben alle Möglichkeiten, irgendwo anders sich zu orientieren. Ja. Solche Gemeinden, die in diese Richtung gehen, gibt es ja Haufen genug. Ja. Aber diese kleine Schar, die dem Herrn unter Kämpfen noch treu sein will, ja, die braucht einfach auch Gläubige, die sich ihrer Berufung und ihres Auftrags vom Herrn gewiss sind und die glauben, die vertrauen. Ja, ja und dann sehen wir, dass selbst die 10.000 zu viel sind. Ja? Israel könnte sich sonst rühmen. Wir haben die große Kraft. Ja? Wir haben es geschafft. Und dann bleiben am Schluss 300 übrig. Damit war ja eigentlich jede menschliche Aussicht auf Sieg verloren. Ja, also mit 300 gegen 300.000, also irgendwo hört es auf. Ja. Das funktioniert vorne und hinten nicht mehr. Und genau so hat es Gott gewollt. Ja. Genau an dem Punkt, wo er sagen musste, also jetzt kann ich wirklich nur noch Gott vertrauen, jetzt also menschlich gesehen ist überhaupt kein Sieg mehr möglich. Genau da hat Gott mit Gideon weitergemacht und hat ihm eine Lektion gegeben. Ja. Er hat ihn nochmal ermutigt. Ja. Das lesen wir jetzt nicht, da in dem Lager sagen da plötzlich ein paar Midianiter und Gideon hört zu, Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben.
Boah, und das hat dem Gideon natürlich geholfen, ja, dass er das aus dem Mund der Feinde hörte. Dann hat er gewusst, oh, der Herr hat wirklich gewirkt. Jetzt kann ich es wagen. Und dann war er bereit für die Zumutung, die ihm der Herr da eigentlich dann gegeben hat. Wir lesen das vielleicht nochmal ab Vers 15. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen, gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen: Schaut auf mich, und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen: Für den Herrn und Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen, und sie riefen: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bezitta gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Asser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianitern nach. Also der Sieg kam, ohne dass ein Schwert gezogen wurde. Ja? Der Sieg kam einfach, weil sie den Herrn angerufen hatten und dem Herrn vertraut hatten. Ja? Diese Schofarhörner sind ja auch ein Zeichen des Gebets, des Rufs zum Herrn. Ja? Die sollten bei jeder Schlacht geblasen werden, auch Posaunen, das waren diese Dinge, die, wo letztlich der Beistand des Herrn angerufen werden sollte. Natürlich waren die Schofarhörner auch ein Signal, wo die Midianiter irgendwo das Gefühl hatten, wir sind umrundet von einer ganz großen Armee und von überall her kommt jetzt da das Kampfsignal. Ja? Und gleich werden sie uns angreifen. Ja? Aber das war einfach so, dass wirklich der Herr musste das tun. Ja? Die hätten ja bloß sagen müssen, lasst uns mutig die Feinde bekämpfen, und dann wären die 300 Mann ganz schnell niedergemacht worden. Sondern der Herr hat eine Panik ausgelöst und eine Verwirrung unter den Feinden, und dann haben sie sich sogar gegenseitig umgebracht. Ja? Und Gideon musste nichts tun, er musste nur zuschauen. Ja? Seht still und seht die Rettung des Herrn. Das hat Mose erlebt, ja? Bevor, wo da hinten die Ägypter kamen und vorne das Meer war. Ja? Steht still und seht die Rettung, die der Herr bewirkt, nicht wir, der Herr. Ja? Und ich glaube, dass das einfach auch eine Ermutigung für uns sein darf, ja, wenn wir vor unmöglichen Aufgaben stehen, vor ganz schwierigen Aufgaben, die der Herr uns gibt, wenn wir in dem Werk des Herrn gestellt sind und eine Situation großer Schwachheit ist, dann dürfen wir lernen, im Glaubensgehorsam das zu tun, was der Herr durch sein Wort uns sagt, und zu vertrauen, dass der Herr wirkt. Ja? In Sacharja steht: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Ja? Und das ist dieses Geheimnis: Wenn wir dem Herrn vertrauen und uns ihm zur Verfügung stellen in der Kraft des Geistes, dann können Dinge geschehen, für die uns wir selber viel zu schwach sind und viel zu, ja, die für uns unmöglich wären. Ja? Es sind in der letzten Zeit keine großen Dinge mehr in dem Sinn, dass wir hier riesige Erweckungen zu erwarten hätten, ja, dass Menschen, Scharen noch zum Glauben kommen. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem, das Werk des Herrn darf weitergehen und muss weitergehen, bis zur Entrückung, bis der Herr Jesus kommt und seine Gemeinde vollendet ist und in den Himmel aufgenommen wird. So lange dürfen wir dienen in aller Schwachheit und dürfen vertrauen, dass der Herr Frucht wirkt. Ja? Frucht durch Bekehrungen, Frucht dadurch, dass Gemeinden entstehen, die noch dem Herrn treu dienen. Und solche Gemeinden sind oft ganz angefochten und haben oft mit inneren Spannungen und Schwierigkeiten zu kämpfen, weil Gott will nicht nur Einzelne Errettete, er will Gemeinden.
Ja, Gemeinden, wo die Heiligen sich gegenseitig erbauen, wo das Wort verkündigt wird, wo die Kräfte auch zusammengefasst werden für die Evangelisation und für die Aufgaben, die der Herr noch gegeben hat. Und gerade da ist es so, dieses Werk ist im Grund für Menschen zu schwierig und zu groß. Die Hindernisse sind menschlich gesehen zu groß. Und trotzdem, wenn wir dem Herrn vertrauen, dann tut der Herr sein Werk. Auch durch schwache Gefäße, so wie ein Gideon eben ein schwaches Gefäß war. Nun, wir können nicht alles auslegen, aber zum Schluss will ich doch einfach nochmal auch diese Sache mit dem Licht und den Gefäßen, hat mich erinnert an eine schöne Stelle aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Dienst des Apostels Paulus. Da lesen wir im 4. Kapitel: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, ab Vers 1, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Also Gründe zur Entmutigung haben wir als Diener Gottes immer wieder genug. Aber wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir dem Herrn vertrauen. Und wir knicken nicht ein vor Menschen, sondern wir verkündigen das Wort klar und mutig und deutlich. Und dazu stellt sich der Herr. Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Und dann heißt es in Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Und mit dieser Ermutigung will ich einfach auch schließen. Ja. Wir haben auch Licht. Ja. Diese Fackeln, die waren ja erstmal verborgen unter den Gefäßen. Ja. Sonst wäre es auch schlecht gewesen. Da hätten die Leute gemerkt, da marschiert jemand an. Und dann wurden diese Gefäße zerbrochen und dann konnten das Licht der Fackeln leuchten. Und wir sind auch, wir haben irdene Gefäße, wir sind irdene Gefäße. Wir sind voller Unvollkommenheiten und menschlicher Schwachheiten. Aber wenn wir in der richtigen Herzenshaltung sind, dann will der Herr das Licht, sein Licht, nicht unser Licht, sondern sein Licht hervorleuchten lassen. Aus zerbrochenen Gefäßen, wenn man so will. Ja? Und dann kann das passieren, dass eben der Herr sein Werk tut und dass wir immer wieder auch in den Kämpfen Ermutigung vom Herrn erfahren. Vom inneren Menschen her gestärkt werden durch den Geist Gottes, wenn wir auch alle möglichen Schwierigkeiten haben. Ja? Der Apostel Paulus ist da unser Vorbild. Wir kommen in Verlegenheit, ja? Wir werden bedrängt. Aber der Herr wirkt, dass das alles uns nicht kaputt macht, dass alles uns nicht entmutigt, sondern dass wir im Aufblick auf den Herrn vorangehen dürfen und als schwache Menschen das Werk Gottes tun dürfen. Und das möchte ich uns mitgeben als Ermutigung, ja? Dass wir an Gideon denken, wenn wir selber in Glaubensherausforderungen sind. Unser Herr ist wirklich allmächtig. Wir haben in ihm die Fülle. In uns selber haben wir gar nichts und sind wir nichts. Aber in ihm haben wir die Fülle und in ihm dürfen wir auch starke Helden sein, wenn der Herr uns für seinen Dienst gebrauchen will. Amen.